Ich habe mit ganz schlimmen Menschen in meinem Leben verhandelt. Ich habe mit ein paar Diktatoren verhandelt, mit dem chilenischen Diktator Pinochet. Das war wirklich, da erinnert ihr euch jetzt nicht mehr dran, muss auch nicht sein. Ja, Pinochet. Ja. Pino, der Rede von Pino. Pino der Maniac. Gestern schon mit dem geschrieben auf Instagram. Ja, Pino. Lebt er noch? Nein, er ist seit etwa 50 Jahren tot. Ach so, ja. Ja, ja, ach den, ach, der meint den anderen Pino. Und das war ein sehr rechtsstehender Militär, der geputscht hat und dann Chef von Chile wurde. Und der hat 5000 Marxisten, Kommunisten in ein Fußballstadion gesperrt. Und ich bin da hingefahren an Ostern und war an Ostern 2,5 Tage mit seiner Familie zusammen. Ich hatte nur ein Gesprächsthema. Lassen Sie diese Leute raus. Ja. Und am Schluss hat er mir gesagt, ich verspreche Ihnen, ich bringe Sie raus. Und dann habe ich ihn gefragt, geben Sie mir Ihr Offiziersehrenwort. Das heißt, Sie kriegen mein Offiziersehrenwort. Hat er die rausgelassen? Dann kam ich zurück nach Deutschland und wurde sowas von zur Schnecke gemacht. Wie kann man mit so einem Diktator sprechen? Toten über der Diktatorenfreund und so weiter. Dass ich dann in Chile auch bei den Kommunisten war, anschließend in Frühjahr. Haben die vergessen? Aber ja, hat er die freigelassen? Und dann kam ich zurück und dann wollte der die nicht freilassen. Und dann ging der Kampf weiter. Nach 6 Monaten waren sie frei, aber sie waren frei. Und ich bekam von Amnesty International ganz viele Briefe, wo mir Leute sagten, danke, dass du meinen Bruder rausgeholt hast. Wir hätten nie gedacht, dass du... Wallah. Danke, bitte. Wallah, Respekt. Ja, aber ich bin kaputt zur Schnecke gemacht worden, der Diktatorenfreund. Ich habe mit denen über die Leute verhandelt. Und es haben andere mitgeholfen hinterher. Boah. Also der Außenminister und die Botschafterin. Und damit sie auch rauskamen. Ich habe ihm geschrieben, sie haben mir ihr Offiziersehrenwort gegeben. Was hat er gesagt? Er hat nicht gesagt, du Maniac, hast du mir Hand gegeben. Für was? Nein, für Nüsse? Nein, sein Innenminister hat mir dann geantwortet. Und ich habe mich mit seiner Botschafterin, einer sehr wunderbaren Frau, alle 2 Wochen getroffen und gesagt, der Mann hat sein Wort gegeben, wir müssen die Leute rauskriegen. Wir haben sie rausgekriegt. Hat zwar 6 Monate gedauert, aber du hast dich eingesetzt. Auch wenn der Schwanz gesagt hat, ich lasse sie sofort raus, hat sich angelogen, richtiger Maniac. Aber am Ende waren die frei. Und das zählt. Und da wir schon beim Thema sind. Die Verhandlung war ja, lass sie raus. Er hat nicht gesagt, wann. Ja, ja, da hat er diese Trick gemacht. Ich lass sie raus, aber diese wann. Und das ist das, was ich meine. Du musst halt mit einem Putin, ob du ihn liebst, du sollst ihn ja nicht lieben. Du musst da hin, musst verhandeln. Und da musst du ein paar Tage hin, da musst du nachfassen. Und das, dafür haben wir Politiker. Sollten wir Politiker haben, aber wir haben keine Politiker. Sicher. Also ich muss sagen, also abgesehen von der Tatsache, dass das sehr, sehr mutig war, dass du da hingegangen bist und dich für diese 5000 Menschen eingesetzt hast, da kommen wir direkt eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, also wenn ich jetzt hier auf Journalist machen darf, ne? Das ist sehr mutig gewesen und das erinnert mich an eine Geschichte. Du warst ja auch in einem Kriegsgebiet in Syrien beim... Und du hast ein Buch geschrieben. Genau, du warst ja beim, darf man bei Twitch sagen, oder dass man hier bevor man gesperrt wird? Eisen. Bei den Eisenleuten, diese Vollidioten. Nee, Wie viel Eier muss man eigentlich dafür haben, um dorthin zu fliegen? Wie warst du dir sicher? Hör mal, ich fliege jetzt dahin, ich rede mit diesen Vollidioten, die den Islam komplett falsch verbreiten. Und wie hast du dir gedacht, wie komme ich da lebend raus? Also mit welchen Eiern, mit welchen Coronas bist du dahin geflogen? Und wie wurdest du empfangen? Auch eine wichtige Frage. Das ist gut danach, aber mit welchen Eiern bist du geflogen? Mit deinen eigenen Eiern so groß? So Melonen. Die Jürgen-Melone. Ja, meine Freunde hier von den jungen Gerechten, ich habe ja auch eine eigene Partei und eine Jugendorganisation, die haben mir verboten, über solche Themen zu sprechen. Also, ja. Also das heißt, du darfst nicht über deine Eier reden. So ist das, ja. Das muss man haben, aber darüber redet man nicht. Das war unser Abkommen, oder? Kennst du so? Ich habe verboten, über meine Eier zu reden. Ja, da seid ihr verdammt frei, Mann. Entschuldigung, wie geht deine Eier? Ich darf darüber nicht reden. Meine Eier sind tabu heute. Und die werden ja von den echten Muslimen, das sind ja keine echten Muslime. Ja, ja, natürlich nicht. Und die werden ja Daesh genannt. Daesh, ja. Und ja, ich habe ein halbes Jahr mit denen telefoniert. Ich habe die Vorhänge zugezogen in meiner Wohnung und bin übers Internet mit einem deutschen Daesh-Terroristen in Kontakt getreten. Mein Sohn Frederik hatte das arrangiert. Und ich habe dann diskutiert und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte in das Land. Die haben ja ein ganzes Land erobert. Also ganz kurz, damit ich das richtig verstanden habe. Du hast 2 Monate? Ein monatelang, ein halbes Jahr habe ich mit denen verhandelt. Bist du mit denen in Kontakt getreten, dass du da rein darfst?
Und dann haben die zugestimmt? Nee, die haben gesagt, kommen Sie doch. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Garantie. Und was brauchen Sie für eine Garantie? Die Garantie kannst du so zerreißen. Und ich habe gesagt, ich brauche eine Garantie vom Kalifen. Damals war das Baghdadi. Al-Baghdadi. Und irgendwann bekam ich diese Garantie. Und darauf hast du dich verlassen? Obwohl du weißt, dass solche Menschen vielleicht ihr Wort nicht halten würden? Also, das nennt man Cojones. Ich kann nur alles Schlechte sagen über den IS, aber ihr Wort, dass wir, mein Sohn und ich, lebend wieder rauskommen, haben sie gehalten. Ja, obwohl Gott sei Dank haben die das gehalten, sonst wirst du heute hier nicht sitzen. Der hat mit einem Diktator verhandelt, Bruder. Ja, klar, aber der IS. Diese Daesh-Idioten sind jetzt, kannst du jetzt auch nicht mit jedem Diktator vergleichen. Naja, die haben ja auch vorgeworfen, ich habe ja auch mit Assad mehrfach gesprochen, ja, syrischen Präsidenten. Und das hat mir ja auch vorgeworfen. Und bei Assad wollte ich, dass es eine Friedenslösung gibt mit den Rebellen. Und ich habe gesagt, sie müssen auf die Rebellen, ich hatte zwei Punkte, sie müssen auf die Rebellen zugehen, weil sonst haben sie Bürgerkrieg. Und das Zweite ist, sie müssen demokratische Strukturen in ihrem Land einführen. Und das waren meine Themen, die ich mit Assad hatte. Und als ich zu Daesh ging, mittendrin, habe ich gedacht, ich muss mal rauskriegen, was das ist. Was machen die da so? Ja, die gibt es ja nicht mehr. Die sind ja, damals aber. Meine Gesprächspartner sind ja alle tot. Okay. Die sind alle durch Bomben umgekommen. Genau, ich habe ja da damals das Video von, Entschuldigung, das wollte ich nicht unterbrechen, tut mir leid. Alter, das ist spannend, wenn du mich unterbrichst. Bitte? Ich finde es gut, wenn du mich unterbrichst. Echt? du warst ja drüben und da hast ja, genau, du hast ja mit diesen gewissen Leuten gesprochen, da war ja auch einer dabei, so ein bisschen fetterer. Ja, so ein Mopskopf. Das war ein früherer Eishockeyspieler. Genau, so ein Eishockeyspieler, der hat ja richtige Ansagen gemacht. Ist der heute tot übrigens? Der ist tot. Ja, Gott sei Dank. Darf man nicht sagen, aber der war ja so ein Vollidiot. Der wollte ja richtig Menschen umbringen, der Schwanz. Ja, der wollte auch. Richtig verstörende Äußerungen dir gegenüber geäußert, ne? So, dass man die und die Menschen umbringen muss und so. Das ist ja ein ganz verrückter Kerl gewesen. Ja, die hatten in der Mitte, weil ich habe jeden Abend mit denen über Koran diskutiert. Und ich habe also zum Beispiel, weil nannten sich Islamischer Staat, dann habe ich gefragt, ich kenne den Koran, ich habe den dreimal gelesen und habe gefragt, hallo, was ist bei euch muslimisch? Alle Koranverse beginnen im Namen Allahs, des Barmherzigen, des Allerbarmers. Wo ist eure Barmherzigkeit? War die abendliche Frage. Und ich habe immer gefragt, Barmherzigkeit, ihr schneidet Köpfe ab. Und dann haben die, irgendwann haben sie gesagt, ja, also wir haben, ich glaube, 5000 Schiiten gefangen genommen und wir haben nur die Hälfte davon umgebracht. Und gegenüber der anderen Hälfte waren wir barmherzig. Und ich sagte, das kann doch nicht euer Ernst sein, dass ihr das Barmherzigkeit... Ja, das und wir hatten dann, mein Sohn und ich und die IS-Leute, und bei den IS-Leuten war unser Fahrer, täglicher Fahrer, ein Mann, der völlig vermummt war, hat nie sein Gesicht gezeigt. Das war Jihadi John, das war der berühmteste von denen. Das war der, den man immer im Fernsehen gesehen hat, der das Messer gezeigt hat und gesagt hat, Obama, du wirst bezahlen. Der dann diese Show mit dem Kopfabschneiden immer gemacht hat. Mhm. Der berühmteste Jihadi John kam aus London, völlig vermummt, hat seinen Namen nie gesagt. Einmal sind wir essen gegangen in einem Restaurant und ich musste auf die Toilette. Und da war Jihadi John. Und nicht auf der Toilette, aber in dem Saal nebendran hatte er seine Maske abgenommen. Und ich habe ihn dann auch nicht erkannt. Aber er glaubte, dass ich absichtlich rausgegangen bin, um ihn auszuspionieren. Und er hat an dem Nachmittag hat er alle diese Begleiter vom IS, diese Terrormannschaft, und das waren solche Kerle, alle zusammengerufen und hat gesagt, es hat keinen Sinn mehr mit denen. Mach den weg oder was? Wir müssen den wegmachen, die Zusage bringt überhaupt nichts. Der wird schlecht, wir haben ihn eingeladen in der Hoffnung, dass er gut berichtet und sagt, wie toll wir sind und was für einen tollen Staat haben. Und die haben ja auch einen überraschend funktionierenden Staat gehabt, aber der wird schlecht über uns reden. Der sagt, wir verstehen nichts vom Islam. Der sagt, wir sind keine Muslime. Und da ist es besser, wir erledigen ihn hier, als dass wir nach Deutschland gehen, unser Versprechen halten und dann macht er uns da fertig. Und dann gab es, wir waren plötzlich allein in unserer Hütte, in unserem Häuschen und im Nebenhäuschen saßen die und diskutierten stundenlang. Und ich weiß alle Details dieser Diskussion, weil einer der deutschen Terroristen, die uns ständig bewachten und begleiteten, hat abends mit seiner Familie in Deutschland telefoniert und hat den genau erzählt, hat gesagt, heute haben wir diskutiert, ob wir den Totenhöfer den Kopf. Und diese Eltern habe ich kennengelernt. Unglaublich. Die haben mir alle Details erzählt und die haben auch erzählt, wie ihr Sohn für mich gekämpft hat und für meinen Sohn in Frederik und wie er gesagt hat,
Hallo, wir machen auch den Kalifen kaputt, wir haben doch eine schriftliche Zusage gegeben. Wir haben ein Wort gegeben. Wir haben unser Wort gegeben. Und deswegen wusste ich, das habe ich aber erst später erfahren, dass sie uns in der Mitte dann umbringen wollten. Wie bist du damit umgegangen, dass du, wo du dachtest, ey, vielleicht bin ich heute kopflos, Armenkoll? Nee, die haben ja, also meine Sorge damals, meine größte Sorge, war, dass wir gefoltert werden. Ja. Also das ist ja nicht lustig. Ja, ja, wenn du gesagt kriegst, du kriegst den Kopf abgeschnitten. Und dann machen die 10 Fernsehaufnahmen mit dir vorher. Naja. Die sind ja alle noch nicht gut genug. Komm, wir machen das mit dem Kopf nochmal und dann nochmal. Und ich hatte etwas dabei, wo wir die Möglichkeit gehabt hätten, unser Leben selbst zu beenden. Also ich kann nur erahnen, wie du dich gefühlt haben musst und dein Sohn genauso. Das ist ja unfassbar. Aber wir hatten was dabei. Die hätten uns nicht umgebracht. Was hatte die dabei? Wir hatten was dabei, womit wir unser Leben hätten selber beenden können. Das war aber auch, C und Kali? Das war auch geplant, dass du es mitnimmst. C und Kerl? Nein, nein. Diese? Nee, das wirkt nicht unbedingt. Eigentlich hatten wir, also die Bild-Zeitung hat geschrieben, wir hätten Gift dabei gehabt. Ich hatte kein Gift dabei, sondern ich hatte ein seltenes Medikament dabei, das in Überdosis tödlich wirkt. Das heißt, bevor du dich foltern, hast du dir gedacht, mach ich einen Abgang selber. Bevor wir uns foltern lassen, entscheiden wir selber, genau, ob wir und wie wir also aus diesem Leben schauen. Ich muss sagen, ne, also wie ich dir gerade gesagt habe, also es ist wirklich, wirklich verrückt, also wenn ich jetzt hier sitze und dir das anhöre, also dass du da vielleicht, dass man so, dass die haben ja mit einer Selbstverständlichkeit darüber geredet, dich zu töten, als ob das Huhn kaufen wäre. Nein, das haben wir nicht mitgekriegt. Nein, aber ich meine, dass im Nachhinein, dass das Gespräch überhaupt stattgefunden hat. Ja, halt das war gemerkt, ja verrückt. Und ich muss dir sagen, da sitzt kein Freund, da sitzt ein kritischer Mensch. Ja, und ich muss ja sagen, also eine Real-Life-Story von uns. Ich habe Erzähl. Ich wollte kurz eine Frage. Ich hab einen Freund von mir, ja. Also was heißt Freund? Ein Freund, den ich aus der Moschee kenne, so, ja, vor einigen Jahren. Der ist mit seinem Vater in den Irak gereist, ja. Und die haben die Familie besucht und die sind irgendwann mal falsch abgebogen, ja. Und dann wurden die rausgezogen, ne, vom IS. Und dann haben die natürlich die goldene Frage gestellt. Bist du Sunnit oder bist du Schiit? Und dann haben die natürlich aus Angst auch sofort gedacht, ey, wir sind Sunniten, klar. Und dann durften die auch fast weiterfahren, bis die bei meinem Kumpel oder besser mein flüchtiger Bekannter, den ich aus der Moschee kannte, sein Tattoo gesehen haben. Und der hatte hier ein Sulfikar-Schwert tätowiert. Und dann haben die ihn sofort als ein Schiit erkannt. Und dann haben die ihn hingerichtet. Und es gibt darüber auch ein Video. Und dieses Video haben wir gesehen. Und dann war ich natürlich, meine Tränen sind natürlich gekommen. Also ich will nicht wissen, so, also das ist es geisteskrank, was sie da gemacht haben. Es ist wirklich... Ja, aber das war... Es ist wirklich verrückt. Absurd. Ich habe eigentlich versucht rauszukriegen, was aus diesem jungen Terroristen geworden ist, der da für unser Leben gekämpft hat. Der also nicht für unser Leben, der hat für den Kalifen gekämpft. Ja, aber der hat wegen dem Wort, was man gegeben hat er sich dafür eingesetzt. Und dann hat mir mein Sohn irgendwann ein Foto zugeschickt, der Friedrich, und auf dem Foto sah man ihn. Der war der Kameramann der Hinrichtungen. Okay, krass. Und ist der noch am Leben? Der ist auch tot. Der wurde verwundet. Und die Amerikaner haben dann die IS-Leute häufig ausgeschaltet, indem sie die Krankenhäuser angegriffen haben. Und dann auch Verletzte waren? Also die verletzten IS. Ach so, IS-Krankenhaus. Okay, ich dachte auch normale Menschen so. Also ja, nee, auch Passanten, also so. Ja, da ist vielleicht auch der ein oder andere Hops. Herr Totenhilfe, ja. Ich habe eine Frage. Und zwar, Sie meinten gerade... Sie meinten gerade, Dankeschön dafür, Sie meinten gerade, dass die sehr systematisch vorgegangen sind. Waren die in dem, was sie getan haben, sehr strukturiert? Ja, sie hatten Klinikchef, sie hatten einen Gerichtshof, Gerichtshöfe. Kennzeichen, eigene, sie hatten eigene alles, ne? Kennzeichen und sie haben die Bettelei abgeschafft und als Friedrich, mein Sohn, dann doch mal eine Bettlerin fotografiert hat, haben sie das Bild abends auf unserer Kamera gelöscht. Also die Fotos wurden kontrolliert, die wir gemacht haben. Ja. Und deswegen gab es dann keine Bettler mehr, weil unser Foto einer Bettlerin gelöscht wurde. Aber die waren schon sehr strukturiert. Ich vermute, dass es auch den einen oder anderen früheren Anhänger von Saddam Hussein gegeben hat, der halt auch gejagt worden ist von den Amerikanern und gesagt hat, ich bin jetzt arbeitslos. Und warum? Geht zum IS. Nein, die sind nicht zum IS gegangen, aber vielleicht haben sie ihnen Informationen gegeben oder gezeigt, also, wie es geht. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, ich von hier und da, gab es wohl wirklich Leute aus der alten Brigade aus Irak, die dann wirklich auch die beim Führungsposition, die dann beim IS auch mitgewirkt haben. Ich glaube nicht Führungsposition. Oder ich glaube, gewisse Leute aus den Reihen halt. Das arbeitslose Militärs, ja. Das,
wenn du die Familie nicht ernähren kannst, dann haben sie gesagt, wir geben dir das ist ja, das ist ja, Wissen. Das ist ja nicht, es ist ja, also es, solche Leute, du liegst richtig. Also solche Leute, sag ich jetzt mal, so arbeitslose Militärsleute, die gibt es ja in jedem Krieg. Ne? Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal weit aushole, ne, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, sind ja sehr viele Kriegsverbrecher, die ja nicht vor dem Kriegsgericht gelandet sind, die sind ja eher bei der NASA in Amerika gelandet, die haben ja noch einen Job gekriegt. Das Thema haben wir auch schon gehabt. Ja, und zum Beispiel, also ich weiß nicht, ich glaube zwischen 10.000 und 16.000 Wissenschaftler oder was auch immer sind dann... Der Mann, der die Mondlandung vorbereitet hat, war ein Deutscher, ein deutsches Genie, hieß von Braun. Von Braun, ja. Werner von Braun, den haben die rübergenommen. Die Amerikaner haben gesagt, den brauchen wir. Der weiß, wie man, der hat die letzte Geheimwaffe von Hitler gebaut, die V1 und V2. Und der wurde dann Chef der NASA, oder nicht? War der nicht eigentlich Architekt? Er war Chef der NASA. Nein, der war Raketenbauer. Er war Ingenieur, Raketeningenieur. Und dann danach haben die, als die Alliierten quasi Deutschland dann, sag ich jetzt mal, zu... Haben sie sich ein paar gute Leute geholt. Haben sie sich die Besten natürlich rausgefischt und die sind dann natürlich straffrei am Ende. Ne? Die wurden ja nie bestraft. Die sind ja quasi dann, haben auch noch... Wohnen ja auch noch, haben ja einen Job bekommen, Haus. Begnadigt mäßig. Das heißt, wenn du jetzt mal so siehst, das ist mal eine Frage von mir an, ich will mal deine Meinung wissen, ja? Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Verbrecher von früher jetzt einen Arbeitsplatz drüben gekriegt haben und auch Führungspositionen dort gekriegt haben und dass die auch gar nicht bestraft und auch gar nicht vor einem Kriegstribunal erscheinen mussten und dass die einfach gelebt haben, wie die es gelebt haben, haben dann eigentlich die Nazis verloren? Oder geht deren Struktur einfach weiter? Also, weißt du, wie ich das meine? Ja, nee, die sind ja gar nicht vors Gericht gekommen für ihre Verbrechen. Die haben ja bestialische Verbrechen an die Menschheit begangen. Im Ersten, Zweiten oder Zweiten Weltkrieg halt. Oder also so, die ne? Nazis. Weißt du, wie ich das meine? Aber ich weiß nicht, ob der Werner von Braun auch Verbrechen begangen hat. Aber die haben da nicht mehr drauf geschaut. Wenn einer gut war, haben die den für benutzt. Ihre Zwecke haben sie ihn engagiert und er konnte reich werden in Amerika, aber, wie er wollte. Ja, da hast du recht. Aber nehmen wir an, von Braun war jetzt kein Verbrecher. Okay, aber er hat ja diese Ideologie von diesen Menschen damals gehabt. Und das ist ja auch schon eine eklige Art und Weise, oder ja, nicht? Ja, so. Ja, weißt du, ich meine? Also, ich weiß zu wenig von ihm, vielleicht war er auch nur Mitläufer und hat die Schnauze. Aber es gibt ja genug andere Leute, die keine Mitläufer waren und trotzdem straffrei ausgegangen sind und dann drüber gegangen sind, Haus und Garten bekommen haben für gewisse Infos. Und dann haben die gesagt, ja, wir sind jetzt Gefangene der Alliierten, der Amerikaner. Und dann leben sie einfach dort und was die letzten 20 Jahre in Deutschland fabriziert haben, ist dann vergessen. So ist es.